Ich bin vor einigen Jahren komplett umgestiegen auf Apple-Produkte. Warum? Weil ich verärgert war. Weil mich diese ständigen Systemabstürze der Windows-Server und der Windows-Programme geärgert haben. Und diese beständige Bedrohung von Viren und das gegenseitige Blockieren von unterschiedlichen Softwareprodukten, das hat mich genervt. Und dann der bei mir konsequente Schritt, praktisch über Nacht, der Umstieg auf Apple. iPhone, damit hat es begonnen, iPad, Mac und was halt so alles dazugehört. Was soll ich sagen? Apple läuft nicht fehlerfrei nach meiner Erfahrung, aber es läuft besser. Ich bin zufrieden damit. Und dann habe ich es gemacht oder mache ich es wie immer, wenn ich von Produkten überzeugt bin, dann schaue ich, wer steckt dahinter. Das Unternehmen, das diese Produkte herstellt und vertreibt. Wie geht es dem Unternehmen? Kann man sich daran beteiligen? Welche Gewinne erwirtschaftet es? Wie ist es aufgestellt? Und all diese Dinge, die mich als Investor interessieren. Und das habe ich bei Apple natürlich auch genauso gemacht. Und ich versuche oder habe versucht, seit Jahren bei Apple einzusteigen, zu investieren. Aber ich springe nicht über meine eigenen Grundsätze, über meine eigenen Hürden, also über meine Investitionskriterien, nach denen ich investiere, die ich übrigens mal auf einem Aktienbewertungsblatt niedergeschrieben habe, dass Sie kostenlos über meine Homepage anfordern können, wenn Sie wollen. Und da sind eben Kriterien dabei, wie Eigenkapitalquote von 30% beispielsweise, Dividendenrendite von 2,5%. Und all solche Renditezahlen und Zahlen, die für Sicherheit und für Solidität sorgen sollen, nach meiner Erfahrung. Und da war mir bei Apple die Bewertung zu Beginn immer zu hoch. Enorm hoch im Vergleich zu den Gewinnen, die es erwirtschaftet hat. Und da wurden dann die Gewinne natürlich durch Corona, vorher schon durch die Tech-Entwicklung, und dann Corona enorm in die Höhe getrieben. Und diese Bewertungen, die waren mir immer zu teuer. Ausgedrückt hat sich das an enorm niedrigen Dividendenrenditen, obwohl die Dividende Jahr für Jahr erhöht wurde. Aber die Kurse sind eben entsprechend mitgelaufen. Und dann habe ich es mal ruhen lassen und habe einige Jahre abgewartet. Und jetzt, vor einiger Zeit, wieder neu aufgenommen, diese Bewertung, diese Analyse von Apple. Und was ich dabei entdeckt habe, hat mich überrascht. Ich wäre fast aus allen Wolken gefallen, um es ehrlich zu sagen. Wenn Apple so weitermacht, dann kauft sich das Unternehmen irgendwann selber auf. Was meine ich damit? Apple trimmt das gesamte Unternehmen auf Rendite pur. Abzulesen an den Aktienrückkäufen. Noch 2018 hatte Apple eine Eigenkapitalquote von knapp 30%. 30% ist so meine Hürde, die ich haben will, denn es gibt Eigenkapital und es gibt Fremdkapital als Finanzierungsquelle von Unternehmen. Eigenkapital, das ist das Kapital, das dem Unternehmen, das den Aktionären gehört. Fremdkapital, das sind Schulden. Und eben 2018 hatte Apple noch eine Eigenkapitalquote von an die 30%. Also aus meiner Sicht in Ordnung. Und dann hat es gewaltige Aktienrückkäufe gestartet. Aktien ist wohl weltweit der größte Aktienrückkäufer überhaupt. Und mittlerweile im letzten Jahr hatte es eine Eigenkapitalquote von nur noch 14%. Von 30 2018 auf 14% im vergangenen Jahr. Unglaublich. Eigenkapitalquote um die Hälfte reduziert. 14%, das haben Unternehmen, die in der Krise stecken, die hohe Verluste erwirtschaften und deshalb das Eigenkapital beständig reduziert wird. Apple erzielt im Gegensatz dazu enorm hohe Gewinne. Im Zeitraum von 2018 bis 2023 eine fast Verdoppelung der Nettogewinne.
Warum also dann dieser enorme Einbruch bei der Eigenkapitalquote? Zum einen, weil die Dividende beständig erhöht wurde. Aber das ist nur ein geringer Bruchteil davon, warum die Eigenkapitalquote so gesunken ist. Diese Dividenden, die waren immer gedeckt durch die Gewinne. Das Problem sind die enorm hohen und beständig erhöhten Aktienrückkäufe. Und trotz enorm hoher Gewinne war die Summe aus Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen die letzten Jahre immer höher, zum Teil deutlich höher. Und das wurde, was dann vom Nettogewinn nicht gedeckt war, wurde aus dem Eigenkapital entnommen, um eigene Aktien zurückkaufen zu können. Und deshalb diese Entwicklung zu einer enorm geringen Eigenkapitalquote, so wie es eigentlich Unternehmen in der Krise haben. Das hat aber auch den Effekt, dass die Eigenkapitalrendite, weil die Gewinne ja so enorm gestiegen sind und das Eigenkapital immer weniger wurde, dass die Eigenkapitalrendite in astronomische Höhen stieg. Also, wenn man es auf der anderen Seite betrachtet, ein Trimmen der Eigenkapitalquote ins Exzessive, auf Rekordhöhen. Und so geht eben dieses Unternehmen schon seit Jahren vor. Trimmen auf Rendite bis zum geht nicht mehr. Die Aktionäre haben enorm hohe Eigenkapitalrenditen, ja, aber eben auch aus meiner Sicht eine zu geringe Sicherheit. Was meine ich damit? Bei Apple kann das alles gut gehen und die Rendite kann damit enorm hoch sein die nächsten Jahre. Aber das Unternehmen lebt nach wie vor zum Großteil vom iPhone-Absatz, weil es nach wie vor schafft, dass es auf die Kosten vom iPhone enorm hohe Gewinnmargen draufschlägt und diese Preise von den Konsumenten bezahlt werden. Umsatzmargen von 25% und mehr werden damit mit diesen Produkten erzielt. Und das ist eben, das braucht das Unternehmen, um diese hohen Gewinne zu erzielen. Die Preise werden beständig erhöht. Im Luxussegment könnte man vergleichsweise sagen. Nun gehen aktuell auch andere Smartphone-Hersteller, schlagen diesen Weg ein, weil aufgrund der hohen Inflationsraten bei niedrigpreisigen Produkten, die eben von Menschen gekauft werden, die weniger Geld zur Verfügung haben, da ist eine Konsumzurückhaltung zu erkennen. Also diese Smartphones, die Menschen bislang gekauft haben, die mit dem Geld sparsam umgehen müssen, die sind bei den Verkäufen deutlich zurückgegangen, das Niedrigpreissegment. Während das Luxussegment, wenn man so bezeichnen möchte, relativ stabil ist. Und deshalb hat auch Samsung Luxus-Smartphones herausgebracht, im extrem hochpreisigen Niveau. Und auch die verkauft, während der Massenmarkt gesunken ist. Die Frage ist nur, wo ist die Preisobergrenze? Und es gibt bei jedem Produkt eine Preisobergrenze, wo dann immer mehr Konsumenten sagen, jetzt wird es mir aber zu teuer. Jetzt schwenke ich um auf andere Produkte. Und das ist die Gefahr bei dieser Strategie. Und wenn, das weiß Apple natürlich, und wenn es Apple nicht schafft, zusätzlich andere Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln, die entsprechend hohe Margen haben und in der Zukunft dann entsprechend ertragsstark sind, dann hat Apple irgendwann mal ein Problem. Denn seien wir ehrlich, die Smartphones, die sind ausentwickelt. Da tut sich nicht mehr viel. Das war früher anders. Nach der Neueinführung des iPhone, da gab es praktisch jedes Jahr technische Neuerungen, unglaubliche Fortschritte. Aber das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Die technischen Fortschritte beim Smartphone, die sind ja in der Regel
relativ klein, wenn überhaupt. Nur die Preise werden beständig draufgeschlagen und erhöht. Und wenn eben da keine neue Innovation kommt, eine deutliche technische Innovation, oder Apple es nicht schafft, mit anderen Produkten, Dienstleistungen, wie eben diesen Cloud-Dienstleistungen oder Apple Music und was es da alles so angeboten wird, diese hohen Gewinne, die beim iPhone irgendwann zurückgehen könnten, dann zu ersetzen durch andere Produkte, dann hat Apple ein Problem. Weil dann steht es vor dem großen Problem, dass die Gewinne sinken und die Eigenkapitalquote extrem niedrig ist. Und das ist eben die Gefahr. Denn das bedeutet, die Verschuldung ist relativ hoch. Und damit hat ein Unternehmen mit nur sehr geringem Eigenkapital wenig Chancen, komplett umzusteuern. Und solche Entwicklungen hat es schon gegeben. Nokia hat auch gedacht, wir sind die Tollsten, wir sind die Größten, es wird immer so weitergehen. Bis Apple kam mit dem Smartphone. Ich sage nicht, dass es bei Apple genauso kommt. Apple hat einen anderen Vorteil. Die Menschen, die auf dieses Apple-Universum umgestiegen sind, so wie ich, die wollen dabei bleiben, weil sich diese Produkte eben optimal ergänzen und optimal aufeinander abgestimmt sind. Aber es gibt eben schon Menschen, die auch immer mehr aufs Geld schauen müssen, und junge Leute, die sich halt dann nach Alternativen umsehen. Und wenn dann die Entwicklungen beim iPhone beispielsweise jährlich nicht mehr so toll sind, dann kauft man sich halt nicht mehr jedes Jahr ein neues iPhone, vielleicht dann nur jedes zweite, dritte oder vierte Jahr. Und das ist die Gefahr, die da entstehen könnte. Und dann bei einem geringen Eigenkapital anteilig und einem hohen Verschuldungsgrad besteht eben die Gefahr, dass man das Unternehmen nicht mehr komplett umschwenken kann auf neue Technologien, neue Entwicklungen, weil die Schulden einfach zu hoch sind. Und wenn die Banken mal merken und die Anleger, es läuft nicht mehr so, dann kann das Interesse plötzlich sinken an Apple, und dann könnte eine Entwicklung, die vielleicht nicht zum Niedergang führt, aber die deutlich schwächer ist als die letzten Jahre, folgen. Und deshalb ist mir die Eigenkapitalquote wichtig bei jedem Unternehmen. Und auf 14% lasse ich mich auf gar keinen Fall ein. Das ist mir deutlich zu wenig Sicherheit. Wie sehen Sie es? Sind Sie bei Apple investiert? Ist Ihnen das überhaupt bewusst, dieses niedrige Eigenkapital und diese hohe Fremdkapitalquote, also die hohen Schulden? Oder haben Sie sich da noch nie Gedanken gemacht, weil die Kurse eben über viele Jahre beständig gestiegen sind und Sie erwarten, dass es immer so weitergeht? Und Apple ist ein tolles Unternehmen, keine Frage, aber eben extrem auf Rendite getrimmt. Und die Sicherheit wird aus meiner Sicht etwas vernachlässigt. Schreiben Sie mir Ihre Meinung in die Kommentare. Und wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über Likes. Ich freue mich darüber, wenn Sie das Video weiterverteilen und wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Übrigens, solche Erkenntnisse stammen aus der Aktienanalyse und Aktienbewertung. Wenn Sie daran Interesse haben, bei meinen Seminaren, dann machen wir genau diese Aktienbewertung über verschiedene Unternehmen, üben Sie, sodass Sie verstehen, was dahinter steckt. Das war's aber jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.